Also, Verbandsliga, 19. Spieltag. Der FC Mecklenburg gegen den 1. FC Neubrandenburg. Ja, ein intensives Spiel. Der FC Mecklenburg dreht das Spiel nach einem 0-1 Rückstand in einen 3-1 Sieg. Ja, wir hören uns die Trainerstimmen an. Ich begrüße Bürger Lipp als Trainer vom FC Neubrandenburg. Und natürlich Stefan Lau als Trainer vom FC Mecklenburg Schwerin. Und dann würde ich einfach mal den Gästetrainer so holen lassen, wie er das Spiel dann so gesehen hat. Ja, erstmal Glückwunsch nochmal an Schwerin zum Sieg. Ja, das Spiel war ja schon, wie erwähnt, dass es sehr intensiv war. Aber ich denke mal trotzdem noch am Ende ein faires Spiel. Ja, wir hatten heute, das ist jetzt kein Umherjauen, aber natürlich mussten wir heute fünf wichtige Stammspieler ersetzen, die krankheitsbedingt ausgefallen sind. Und ja, nach der Niederlage von, nach der gefühlten Niederlage letzte Woche gegen Wüstenhofe 3-1 führen und in der 92. 94. Minute da noch die zwei Gegentore bekommen, war schwer, die Jungs da heute zu motivieren. Und ja, aber am Ende bin ich eigentlich mit der Leistung, die Jungs, die heute auf dem Platz gestanden haben, zufrieden. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, in der Verbandsliga da fünf Stammkräfte da gleichwertig zu ersetzen. Und am Ende, aufgrund der zweiten Halbzeit, denke ich, ging der Sieg auch völlig in Ordnung für die Regel. Ja. Aber wie gesagt, aufgrund der zweiten Halbzeit. Vielen Dank. Herr Stefan, das Spiel 0-2 verloren, heute 3-1 gewonnen, steht es jetzt unentschieden? Nee, unentschieden. Das sind ja immer wieder so Duelle, da freut man sich drauf in der Verbandsliga, wenn Neubrandenburg gegen Schwerin spielt. Es ist immer ein heißer Tanz. Im Vorfeld hat man schon ein bisschen mehr Kribbeln als vielleicht gegen andere Mannschaften. Das war heute auch wieder zu spüren. Ich finde es toll, dass heute wieder 294 Mann und Frauen und Kinder den Weg in den Sportpark gefunden haben. Das ist toll, das ist klasse. Und wenn ich zum Spiel kommen darf, dann sage ich, die erste Halbzeit war ich nicht mehr zufrieden. Da haben wir pomadig gespielt, viel zu langsam. Im letzten Drittel haben wir einfach das nicht gut gemacht. Dann gehen wir 1-0 in Rückstand und haben eigentlich Glück, dass wir durch den Freistoß von Kleckstedt wieder im Spiel sind. Ja, und das habe ich der Mannschaft so deutlich in der Halbzeitpause gesagt. Ich denke, im zweiten Drittel haben wir es einfach ein Stückchen besser gemacht. Zur rechten Zeit die Tore geschossen und dann gewinnt man eben auch so ein Spiel. Freut uns riesig, ja, weil man eben auch das Hinspiel verloren hat, hat man jetzt das Rückspiel gewonnen. Aber letztlich, ob das 1-1 steht oder 2-2 oder 3-3, ist völlig gleich. Wir haben sicherlich ein schöneres Wochenende als Neubrandenburg und nächste Woche geht es wieder los. Dann hat Neubrandenburg auch Punktejagd gegen Jägen auch Punktejagd und dann schauen wir mal, wie es da dann weitergeht. Vielen Dank. Ja, da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Der FC Mecklenburg ist nächstes Wochenende gefragt beim Rostocker FC am Samstag, den 14.03. 14 Uhr. Und dann sehen wir uns am 21.03. hier wieder im Sportpark Lago gegen den SV Pasto, auch um 14 Uhr. Und da geht es dann wieder auf Punktejagd. Ich wünsche allen noch ein schönes Restwochenende. Dem FC Neubrandenburg natürlich eine schöne Heimreise. Viel Erfolg noch in den restlichen Spielen. Und dann sehen wir uns am 21. wieder. Schönes Wochenende.